Meistertitel. Und die Nummer 4 in der Europameisterschaft. Im Interview vor dem Kampf hat Adrian Krasniqi, sein großer Bruder, nochmal bestärkt, dass die tatsächlich auch an der Teilnahme zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris oder versuchen werden teilzunehmen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, vorhin die Ecke vertauscht. Ariane Krasniqi natürlich in der blauen Ecke. Und er schnappt sich die Mitte auch schon. Krasniqi auch ein starker K.O.-Kämpfer. Bei der letzten deutschen Meisterschaft ist er, glaube ich, hat er die ersten drei Kämpfe mit einem Erstrunden-K.O. gewonnen gehabt und sich somit den Einzug ins Finale gesichert. Dann sieht es ja auch. Ganze Familie, auch schwere Jungs. Dementsprechend hohes Gewicht haben wir schon immer gehabt, hohes Gewicht, da tun die Schläge einfach doch nochmal ein bisschen mehr weh und hier jetzt Krasniqi auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass der Vorwärtsgang seiner ist, beziehungsweise der Drang nach vorne auf jeden Fall von ihm bestimmt wird. Das steht auch hier wieder in der Mitte des Ganges. Eine gute Linke, die er da bei Marek platzieren konnte. Ich bin, so wie die Jungs draufbolzen, guter Dinge, dass wir hier die drei Runden wahrscheinlich sogar gar nicht voll erleben. Und gleich die letzten 10 Sekunden noch. Ja, das war die erste Runde. Ich würde sie jetzt eher der blauen Ecke zuordnen. Weil einfach die klareren Treffer waren. Sind wir mal gespannt, was die zweite Runde bringt. Alex Marek, der jetzt hier sehr aktiv die erste Runde eröffnet. Das versucht hat, aber natürlich Krasniqi sich wieder die Ringmitte gekrallt hat. Boah, die linke war vielleicht ein bisschen tief, aber scheint alles gut zu sein. Alex Marek tut sich ein bisschen schwer, eine Idee anzufangen. Passt hier mal so ein bisschen ran, aber ja,
Ich bin jetzt aber auch vorbeigeschlagen. Vorbeischlagen ist halt auch immer blöd. Braucht unheimlich viel Energie. Boah, eine gute Rechte platziert bei Marek. Direkt aufs Kinn. Und es scheint tatsächlich keinen großartigen Schaden ausgelöst zu haben. Optisch zumindest. Aber Krasicki auf jeden Fall doch eher mit dem Drang zum Kopf. Was dafür spricht, dass er das Ding vielleicht doch über den K.O. entscheiden wollte. Boah, da muss er aufpassen, dass er da aber jetzt nicht mit dem Ellenbogen irgendwie rankommt, denn das wäre nicht erlaubt. Eine gute Kombi von Krasicki. Jetzt sind wir mal gespannt, was in der dritten Runde passiert, dann war es das nämlich hier auch schon. Marek kann immer nur so ein bisschen quasi mal vorfühlen, aber irgendwie so richtig eine nachhaltige Aktion konnte er jetzt irgendwie noch nicht starten. Die längeren Kombinationen kamen alle aus der blauen bis jetzt. Gehen beide mit Vollgas nochmal in die letzte Runde rein. Das ist schon auch besser um die Hand rum von Marek, weil er außenrum nochmal was versucht. Jawohl, das war eine gute Linke nochmal zum Kinn hier von Alex Marek, der angezählt wird, wenn ich das richtig sehe. Bedeutet, die Runde wird schwierig für Marek, die noch zu gewinnen. Aber jetzt ist Janet Krasnitschis Hunger hier geweckt. Jetzt will er es vorzeitig beenden. Ja, 1:30 noch. Ja. Gute Rechte war das, glaube ich, durchgesetzt. Stand mir jetzt leider der Schiri davor. Ich glaube, der gerade auch ein bisschen tief gegangen ist mit dem Oberkörper. Durch die Ermahnung vom Ref. Auf jeden Fall
Das hat ja heute auf jeden Fall heute die lauteste Unterstützung bis jetzt. Man sieht hier auch einen Haufen albanischer Flaggen. Unglaublich stolzes, zusammenhaltendes Volk auch. Merkt man bei jeder Boxveranstaltung. Krasnici versucht jetzt doch nochmal auf Biegen und Brechen. In den letzten 10 wird das nochmal schaffen. Also, kein K.O. an dem heutigen Abend bis jetzt. Aber ein guter und spannender Kampf. Ich meine, dass wir den Sieg in der blauen Ecke erwarten dürfen. Bin mal gespannt. Also nächstes Mal hier mächtige Stimme für dich heute.